ein kurzes EM-Fluthilfe-Video. Darum hat mich der Thomas Schäfer, ein Händler von uns, gebeten. Gestern haben wir 8000 Liter Priateractiv EMA ins Ahrtal geschickt zur Fluthilfe, zur Hälfte von Spenden von Herrn Schäfer, zur Hälfte von uns bezahlt. Ja, wir sind die Firma Triaterra, ich bin Marco Heckel, wir sind hier in Mecklenburg und EM und ja, produzieren EM effektive Mikroorganismen. Das ist eine Art Sauerkrautsaft aus Melasse, nicht aus Kohl, sondern aus Sauerkraut, aus Melasse hergestellt, dadurch sehr, sehr günstig. Es sind eine Mischung aus Milchsäurebakterien, Hefen und Photosynthesebakterien, so wie sie auch ähnlich im Sauerteig, im Sauerkrautsaft vorkommen. Ist ein Grundprinzip in der Natur, ist nichts Ungewöhnliches, nichts Verändertes oder so, keine speziellen Mikroorganismen, ganz simple Standardsachen. EM kann Fäulnis vertreiben, kann Gerüche vertreiben, kann Schimmel- und Krankheitskeime vertreiben, also ist eine positive, durchsetzungsstarke, symbiotische Mikroorganismenmischung. Ist auch gut für die Haut, ist gut für die Lunge, wenn man es einatmet, ist gut zum Trinken. Ich trinke das seit vielen Jahren, seit 17 Jahren ununterbrochen, täglich. Ein, zwei Schnapsgläser und meine Familie, meine Kinder, meine Frau, 1000 Kunden auch. Ja, also EM komplett ungefährlich, das nur so als kurze Demonstration, Sie können damit nichts falsch machen. Ja, und ja, hat eine Haltbarkeit von mindestens einem Jahr, ist im Grunde wie Essig oder Wein, wenn da wenig Luft dran kommt, passiert dann nichts. Und Flutschäden, Öl, Faulschlamm, Schimmel, Gestank, das sind Leckerbissen für die effektiven Mikroorganismen, für diese symbiotische Mischung. Die fressen das auf, die wandeln das um, die verdrängen Krankheitskeime und Fäulnis, Mikroorganismen, die Probleme machen und Schimmel zum Beispiel in Häusern. Also da sind wir genau an der richtigen Stelle mit den Mikroorganismen. Deswegen wird EM weltweit schon seit vielen, vielen Jahrzehnten, es gibt es ja schon seit 40 Jahren, wird EM weltweit bei Flutschäden eingesetzt. Zum Beispiel auch 2004 in Thailand bei der Tsunami-Katastrophe, 2013 in Sachsen in Deutschland, 2014 an der Elbe beim Hochwasser, 2016 in Niederbayern. Da wird immer wieder mit EM gearbeitet. Also EM ist Flut erprobt. Wir wissen da genau, was wir tun. Da wurde schon viele, viele Male sehr effektiv mitgeholfen, sowohl was die Sanierung der Häuser angeht, wie auch Möbel, Innenräume, Keller, aber auch landwirtschaftliche Flächen, überflutete Flächen, aber auch Gärten und so, also die man alle, wo man überall Fäulnisprozesse vermeiden kann und dadurch zum Beispiel das Absterben von Pflanzen verhindern kann oder das Schlechtwerden von Futterflächen und so weiter. Ja, gibt also sehr viel Erfahrung mit der Anwendung. Und wie macht man es nun? Ganz, ganz simple Sache. Also wir arbeiten immer mit der normalen EM-Lösung, dem vermehrten EM, EMA oder wenn es eben von unserer Firma kommt, Triaterra Aktiv. Und das Wichtigste ist sprühen. Sprühen, sprühen, sprühen. Sprühen mit der Rückenspritze. Sprühen mit einer Sprühflasche. Und zwar im einfachsten Falle 1:10 verdünnt. Das ist schon eine ziemlich hohe Dosierung, 1:10 verdünnt. Man kann bei leichten Sachen auch auf 1:100 runtergehen, aber Fluthilfe, überschwemmte Häuser, Ölgeruch, Schlamm, 1:10 sind wir auf der richtigen Seite. Moment, zwei Schnapsgläser, ich habe extra ein Schnapsglas hier, nicht nur zum Trinken, sondern auch zum Abschätzen. 25 Milliliter ist ein randvolles Schnapsglas, das ist einen halben Liter Sprühflasche. Zwei Schnapsgläser rein. Zack. Das ist die Mischung. Bisschen mehr, bisschen weniger, spielt alles keine Rolle. Damit können Sie Ihre Innenräume zum Beispiel satt einsprühen, sodass es wirklich feucht ist, nass ist, die Feuchtigkeit trocknet relativ schnell wieder ab, aber die Mikroorganismen etablieren sich, wenn da irgendwie was von denen aufzufressen ist, sei es Gerüche, Öl, Schlamm, dann machen die das. Also 1:10 verdünnt, intensiv
sprühen, und zwar mehrfach idealerweise. Also wenn es nur wenig kleine Probleme sind, reicht manchmal auch ein-, zweimal sprühen. Aber es kann durchaus sein, Sie müssen fünf-, sechsmal sprühen. Immer im Abstand von mindestens einem Tag. Wenn man dann nach einer Woche oder nach einem Monat feststellt, oh, es riecht wieder ein bisschen muffig, nochmal sprühen, und dann ist der Geruch wieder weg. Und wenn man das, wie gesagt, wenn man das 5-6 Mal gemacht hat, sind selbst die schlimmsten Gerüche weg, die schlimmsten chemischen Ölgerüche, Fäulnis, Schlamm, Gestank, Fäkalien, das kriegt man alles mit EM wunderbar weg. Die sind Geruchsfresser vor dem Herrn. Wenn man natürlich größere Flächen und Sachen zu machen hat, dann ab in die Rückenspritze. Oder in die 5 Liter Spritze meinetwegen. Und ich habe hier, vielleicht kann man es erkennen, hier steht das Wasser. Also ungefähr 1:10. Auch hier, zack, 1 Liter Triaterra aktiv mit rein. Und dann 9-10 Liter Wasser. Und dann kann man mit so einem Ding schon das ganze Haus, den ganzen Keller intensiv einsprühen, wenn man das ein paar Tage hintereinander macht. Dann ist selbst die schlimmste Geruch und Gestank beseitigt. Und dann muss man vielleicht den Holzfußboden nicht rausreißen, muss man die Wände nicht abklopfen, muss man den Putz, den Estrich nicht rausreißen, weil er eben zwar ein bisschen dreckig ist, aber dank der Mikroorganismen nicht mehr stinkt, keine Gerüche mehr macht, keine Probleme mehr macht, keinen Schimmel mehr macht, nicht fault. Und dementsprechend wird die Sanierung vielleicht sehr, sehr viel günstiger. Und nicht nur das, man kann eben sehr viel schneller da einziehen und fühlt sich da wohl, weil es eben nicht Schimmelsporen und Pilzsporen und fäulnis Mikroorganismen überall in der Luft sind, die einem da gesundheitliche Probleme machen können. So, also das Ding, Rückenspritze und das Haus von innen, aber auch gern von außen damit einsprühen. Das gleiche im Prinzip im Garten, da kommen wir aber gleich noch drauf. Putzen, ganz einfach putzen. Man kann auch mit einer 1:100er Mischung, das wären dann 5 Milliliter auf eine 1/2 Liter Sprühflasche, kann man Fenster putzen oder so in die Sprühflasche. Ansonsten aber die Aufgaben in der Flut sind ja ein bisschen größer. Sagen wir mal hier 5 Liter Putzeimer, 2 Schnapsgläser rein, 2x 25 Milliliter. Das sind 1:100, das ist auch für den Putzen recht konzentriert. Da kann man auch 1:200, 1:1000 gehen, wenn man leichtere Verschmutzung hat und das öfter macht. Aber wenn Sie jetzt echte Probleme haben, wischen Sie Ihre Möbel mit 1:100 ab. Wischen Sie auf mit 1:100, wischen Sie vielleicht die Wände ab mit 1:100 oder was auch immer, glatten alle Oberflächen. Also damit. Und man kann das mit allen Putzmitteln kombinieren. Das ist jetzt ist so ein bisschen wie ein Essigreiniger, also leichte Verschmutzung, Öl und so weiter, kriegen die auch so weg. Aber wenn es jetzt schwieriger ist, dann kann man ruhig einen ganz normalen Allesreiniger mit dazu machen. Das stört die Mikroorganismen nicht, die sind da kein Problem. Auch im Hochdruckreiniger übrigens kein Problem. 100 Bar halten die alles problemlos aus. Einfach dann die entsprechende Verdünnung wählen zwischen 1:10 und 1:100 und dann passt das. So, also putzen geht auch, und als letztes haben wir die Anwendung vielleicht im Garten. Schimmelflecken. Schimmelflecken noch eine ganz wichtige Sache, die sicherlich in vielen überfluteten Häusern eine Rolle spielen wird, überfluteten Zimmern, Kellern und so weiter auftauchen wird. Pur abwaschen. Kein Scherz, Schimmelflecken pur abwaschen. Das Zeug pur ist halt sauer, ne? Pur bis 1:1 verdünnt, also, aber am stärksten wirkt es natürlich pur. Schwamm, einfach runterwaschen, paar Mal eindrücken und dann wieder, also vielleicht erstmal mit ein bisschen Wasser abwaschen, ein bisschen Wasser und EM, und dann pur nachwischen, dass richtig pur EM auf der Fläche ist und da kommt nichts mehr nach. Also das haben wir oft genug durch in ganz vielen schimmelbelasteten Häusern, und auch ich habe hier ein, zwei Schimmelecken in meiner Firma, wo die feuchte Luft in den Keller kommt oder so. Und da einmal ordentlich mit EM abgewaschen, war Ruhe. Sieht dann ein bisschen braun aus, macht natürlich ein bisschen braunen Fleck sozusagen von dem EM, aber der Schimmel kommt nicht zurück und den, eventuell muss man ja sowieso neu streichen oder so. In der Verdünnung von 1:100 gibt es keine Flecken mehr. In der Verdünnung von 1:10, wenn man das sprüht, kann es auch leichte bräunlichste Flecken geben. Also auf einer weißen Tapete würde man das, einer schönen weißen Tapete würde man das eventuell sehen, aber ganz so pingelig sind wir im Fluthilfegebiet nicht. Ja, Garten vielleicht noch dazu, wenn Sie einen Garten haben, vielleicht Ihren Lieblingsbaum, Ihre Lieblingshecke retten wollen, die mit
Öl und Faulschlamm belastet sind. Die Pflanzen sterben typischerweise eben nicht an zu viel Wasser, sondern an der darauffolgenden Fäulnis, an den Problemen, die daraus entstehen. Und wenn Sie intensiv mit EM gießen, sprich 1 zu 100 verdünnt, also ähnlich wie hier in dem Putzeimer. Sie können das Putzwasser danach übrigens auch direkt zum Gießen verwenden. Dann können Sie auch Ihre Flächen, Ihre Pflanzen da typischerweise vom Eingehen retten. Da haben wir schöne Erfahrungen gemacht, zum Beispiel an der Elbe vor ein paar Jahren, wo wir da richtig schöne Bilder hatten. Die Hälfte des Gartens mit, die Hälfte des Gartens ohne, und da hat die Hecke überlebt mit EM und da nicht. Ja. In diesem Sinne, harte Zeiten. Ich wünsche Ihnen in dieser Krise alles Gute und in allen kommenden Krisen. Wenn man die Mikroorganismen in der Krise auf seiner Seite hat, dann ist die Welt gleich viel freundlicher. In diesem Sinne, Prosit und packen Sie es an.